Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Stein, die CDU als Treiber der einer Lösung des Problems der Störerhaftung darzustellen, das war jetzt irgendwo zwischen gewagt und bizarr. Also es ist eine CDU-geführte Bundesregierung, die aktuell im Amt ist. Es ist auch die letzte Bundesregierung schon CDU-geführt gewesen, die Anfang 2013 zu einer auch damals schon von den rot-grünen Ländern ausgelösten Bundesratsinitiative zur Lösung der Störerhaftung gesagt hat, das sei nicht sinnvoll und nicht notwendig. Also jetzt zu behaupten, das wäre eigentlich alles von der CDU und letzten Endes hätten Sie das Thema schon längst gelöst, das finde ich einigermaßen bizarr. Man muss sich doch sehr genau angucken, wer ist Treiber dieser Debatte. Ich habe es gerade gesagt, die Debatte ging aus von den rot-grünen Ländern mit einer ersten Bundesratsinitiative 2012 bereits und auch in der gegenwärtigen Debatte zur Änderung des Telemediengesetzes ist Nordrhein-Westfalen der Treiber der Debatte von Anfang an gewesen. Ob es unsere Ministerin Spaldüren war, ob es Staatssekretär Dr. Eumann ist, ob es Minister Lars Schmense ist, die haben doch alle genau die Position eingenommen, die wir brauchen, um dieses Problem jetzt endlich mal vernünftig gelöst zu bekommen. Und das, was Sie da gerade erzählt haben, Herr Stein, das ist auch einfach nicht inhaltlich geeignet, das Problem tatsächlich zu lösen, weil wir brauchen vernünftige, wir brauchen freie Zugänge, brauchen nicht irgendeine halbgare Lösung, so wie sie tatsächlich jetzt gerade aus der Bundesregierung gekommen ist, irgendeine halbgare Lösung, die mit irgendwelchen völlig uneindeutigen Registrierungspflichten und ähnlichem Zeug agiert. Das ist alles Quatsch. Deswegen hat Nordrhein-Westfalen im Bundesratsverfahren, im ersten Durchgang, die Anträge eingebracht, die dann auch in den Ausschüssen gelaufen sind, insbesondere im Wirtschaftsausschuss des Bundesrates gelaufen sind, waren Anträge aus Nordrhein-Westfalen, die haben dann auch die Mehrheit im Bundesrat bekommen. Und ich gehe, lieber Kollege Schwert, mal ganz klar davon aus, dass kein Grund daran besteht, zu zweifeln, dass die Landesregierung ihre vernünftige Position auch beibehalten wird, so wie sie beim letzten Mal gefordert haben, dass Nordrhein-Westfalen seinen eigenen Anträgen zustimmen soll, gehe ich doch davon aus, dass die Landesregierung ihre Position beibehalten wird. Denn das Problem ist nicht die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, das Problem ist eine Bundesregierung, die für ihren Gesetzentwurf, wie er jetzt vorliegt, jede Menge Gegenwind bekommen hat, sei es aus der Netzszene, sei es von namhaften Medienrechtlern, sei es von Freifunkerinnen und Freifunkern, deren Engagement wir hier in diesem Haus auch gelobt haben in der letzten Zeit mehrfach, deren Engagement wir finanziell absichern werden mit dem Haushalt 2016. Und ungeachtet, und wenn man sich das jetzt alles vergegenwärtigt, dann besteht kein Grund davon auszugehen, dass wir da nicht noch was hinkriegen auf dem Weg. Wir sind jetzt nicht am Ende des Verfahrens, Kollege Schwert. Es ist jetzt der erste Durchgang im Bundesrat gewesen. Das Gesetz kommt jetzt zurück in den Bundestag. Und wir werden irgendwann im nächsten Frühjahr dann über die zweite Runde im Bundesrat hier mit Sicherheit noch mal reden werden. Und dafür gehe ich dann davon aus, dass wir dann eben noch mal die Debatte hier an dieser Stelle führen werden. An der heutigen Stelle jedenfalls ist der Antrag, so wie er ist, nicht notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank.